bei Busy Bees Channel. Ich bin die Frau Parke und heute kommt ein neues Video für euch. Ihr seid ja im Moment wieder an der Schule, zumindest mal die eine Gruppe. Eine Gruppe ist an der Schule, die andere Gruppe hat Homeschooling. Das ist nicht ganz einfach. An der Schule kann man jetzt wieder tolle Sachen machen, aber eine Woche zu Hause, das wird schon langweilig. Und da habe ich gedacht, ich zeige euch mal, was ihr zu Hause Tolles machen könnt, dass ihr die Zeit gut rumbringt. Der Aldin hat zu mir gesagt, Frau Papke, grüßen Sie doch mal die Schüler und das mache ich jetzt. Also, hallo liebe Fünfer, hallo liebe Sechser und hallo alle Schüler, die an der Realschule eingestellt sind. So, wir machen gerade in Kunst in der Schule Reliefs. Das heißt, Reliefs haben eine Grundplatte und eine gestaltete Oberfläche. Und wir machen das mit Modelliermasse an der Schule. Das ist eine tolle Sache, ist aber nicht ganz billig und ihr habt ja keine Modelliermasse zu Hause. Jetzt gibt es aber ein ganz einfaches Rezept, wie man das zu Hause machen kann. Und das zeige ich euch jetzt hier mal, wie man so einen Kneteig oder einen Modellierteig, Modelliermasse machen kann. Das ist ein Salzteig, das ist eigentlich ganz einfach, aber super zum Mixen und super zum Verarbeiten nachher. Ihr braucht 1,5 Tassen Mehl. Ihr seht schon, ihr müsst nicht mal abwiegen, so wie ich, einfach eine Tasse füllen, das ist ganz perfekt. 1,5 Tassen Mehl, 1,5 Tasse Speisestärke. Wer das nicht hat, nimmt einfach 2 Tassen Mehl, das geht auch. Ihr braucht 1 Tasse Salz, das sollte wirklich eine Tasse sein, nicht gerade euren Salzstreuer hier ausleeren, aber so ein Päckchen kaufen. Das kann aber das billigste Salz sein, das billigste Mehl dieses Mal. Und ihr braucht ein warmes Wasser und Speiseöl. Ganz normal aus dem Kühlschrank, ja? Salatöl oder ganz normales zum Braten. So, und das mixen wir jetzt zusammen. Wenn ihr alle Zutaten zusammen habt, dann kann es auch schon losgehen. Ihr braucht eine Rührschüssel und ihr braucht einen Löffel und das ist auch schon alles. Wir fangen an mit 1,5 Tassen Mehl. Die kippen wir hier rein. So. Dann kippe ich dazu die halbe Tasse Speisestärke. Ja, wunderbar. Das verrühre ich ein bisschen, damit es keine Klumpen gibt. Und jetzt kommt das Salz dazu. Und wieder verrühren. Das ist wie Kuchenbacken. Schmeckt nicht so gut, ist aber total ungiftig. Das ist das Schöne dran. Es ist preiswert und es ist ungiftig. Ihr könnt es auch probieren, aber es ist echt salzig. Das schmeckt nicht gut. Jetzt braucht ihr 2 Löffel Öl. Ich schreibe euch nachher das Rezept nochmal auf am Ende vom Video. Dann könnt ihr das super nachmachen. 1 Löffel, 2 Löffel. Und jetzt kommt das Wasser dazu. Nehmt mal nicht alles vom Wasser, nehmt mal so 1-2 cm weniger. Das ist wie beim Kuchenbacken. Wenn der Teig zu trocken ist, müsst ihr ein bisschen Wasser nachkippen. Wenn der Teig zu flüssig ist, müsst ihr ein bisschen Mehl nachkippen. Ja? Also. Ich probiere es einfach mal, das sieht jetzt nicht besonders hübsch aus, hat auch keine schöne Farbe, aber das ist ja gerade das Schöne, weil man kann es nachher anmalen und das ist wirklich eine tolle Sache. So, mein Wasser reicht nicht, jetzt guckt man hier und jetzt rühre ich das zusammen. Ah, das ist schon toll. So, jetzt können wir den Löffel rausnehmen. Wir brauchen nachher sowieso die Hände und jetzt gehe ich da mal rein und mische den Teig. Der wird perfekt. Das sieht gut aus. So, dann kippe ich alles auf die Fläche. Am besten mischt ihr den Teig in der Küche, habt ihr eine Arbeitsfläche, die ihr gut putzen könnt. Und nachher könnt ihr dann eine Unterlage nehmen oder einen Teller oder ein Brettchen. So, und dann knetet ihr das alles zusammen. Und ihr seht schon, was es für einen schönen Teig gibt. So. Jetzt mal die Platte ein bisschen, die Finger, rollen das alles ein, so, guck mal, perfekter Teig, das ist wirklich, das ist super einfach und super schnell gemacht, den könnt ihr aufheben, den könnt ihr in eine Plastiktüte packen, in eine Dose packen und in den Kühlschrank stellen und dann könnt ihr da 1-2 Wochen kneten, aber ich glaube gar nicht, dass es so lange hält, weil das macht so Spaß, dass ihr den wahrscheinlich gleich am ersten Tag verschafft, ja? So, jetzt habt ihr den Teig. Nochmal Mehl, Salz, Wasser, Öl, bisschen Speisestärke und das ist schon alles. Und dann sollte der weich sein,
aber nicht flüssig. Guck mal, der fließt jetzt nicht runter und er sollte nicht krümelig sein. Nochmal, wenn er zu trocken ist, ein bisschen Wasser dazu. Wenn er zu flüssig ist, ein bisschen Mehl dazu. Na, und jetzt könnt ihr loslegen. Jetzt könnt ihr alles damit machen. Mal sehen, was euch einfällt. Ihr könnt nochmal ein Relief machen, wenn ihr sagt, oh super, das Tier in der Schule, das hat Spaß gemacht. Dann könnt ihr wirklich hergehen und sagen, ihr macht hier eine Grundplatte und dann macht ihr da ein Tier draus. Ihr könnt dem schöne Ohren dran setzen oder schöne Plüschböbel hier. Ja? Oder ihr könnt es auswählen, diesen Teig, das ist auch super. Und dann könnt ihr den ausstecken. Super, habe ich heute gekriegt. Was ist es? Natürlich eine Biene, hat mir die Frau Lübeck heute geschenkt. Total süß, oder? Das könnt ihr dann ausstechen, da könnt ihr dann Formen draus machen. Das Zeug trocknet super. Das heißt, ihr nehmt einfach eine Frischhaltefolie oder Alu und legt das dann drauf. Und das könnt ihr einfach in die Sonne legen oder in der Küche liegen lassen, irgendwo auf dem Schrank. Und das trocknet von alleine, das braucht ihr gar nicht backen. Das heißt, ihr legt das hin. Dann trocknet das an von oben, das merkt er dann schon, das wird dann weiß und am nächsten Tag dreht er das dann um und dann seht ihr, unten ist es noch ein bisschen feucht, dann trocknet es durch und in 2-3 Tagen ist es trocken. Und wenn es trocken ist, dann könnt ihr es anmalen und das ist echt auch was ganz Tolles beim Salzteig. Ihr könnt Wasserfarben nehmen, ihr könnt Acrylfarben nehmen oder Gouachefarben, alles was ihr zu Hause habt und dann könnt ihr das anmalen wie ein Bild und das ist echt schön. Also, ich bin gespannt, was ihr macht. Ich freue mich jetzt auch schon, dass ich so viel Teig habe und werde jetzt auch gleich was ganz Tolles machen. Was auch schön ist, kleine Idee, wenn ihr ein Relief machen wollt, dann macht ihr eine Grundplatte und dann könnt ihr zum Beispiel Namen draufschreiben. Das ist für Großeltern immer ganz toll oder für Tanten oder für Mama. Könnt Herzchen machen und dann könnt ihr da Buchstaben drauf machen oder ihr könnt Namensschilder machen oder ein Zimmer und 1000 Möglichkeiten, ja, Relief, einfach Grundplatte oben gestalten. Macht mal ein Foto von euren Sachen, schickt mir das. Ich bin gespannt, was ihr macht. Ihr macht bestimmt ganz tolle Sachen und je länger ihr da sitzt mit dem Teig und knetet, desto mehr Ideen habt ihr. Und ich freue mich auf eure Sachen. Gibt keine Note diesmal, just for fun, ist aber auch mal schön. Und entweder ihr bringt es mit in die Schule, in einem Döschen verpackt oder ihr macht ein Foto und dann freue ich mich, was ihr alles macht. Weil ihr immer so toll kreativ seid. Viel Spaß damit und hier kommt nochmal das Rezept. Wenn wir hier schon in der Küche sind, dann zeige ich euch doch gleich mal mein Relief an der Wand. In der Schule erzähle ich euch manchmal, dass bei mir eine Nudelsuppe an der Wand hängt. Da sagen die Schüler immer, ja, das war Babke mit ihrer Nudelsuppe. Ich habe wirklich eine Nudelsuppe an der Wand. Das ist ein bisschen verrückt, aber das bin ich ja auch. Die habe ich mitgebracht aus Tokio, aus Japan. Und in Japan haben die Restaurants alle im Schaufenster ihre Lebensmittel oder ihre Gerichte ausgestellt. Ich weiß nicht genau, wie sie es gemacht haben. Ich finde es total super. Und da freue ich mich immer, wenn ich dran gucke. Schönes Relief, Grundplatte, gestaltete Oberseite und ich habe viel Freude dran. Ich hoffe, ihr musstet auch ein bisschen lachen und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss!